Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Chantae. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich würde nochmal zurück nach Oasis Town gehen und dann so ein bisschen Glücksspiel machen, um meine Geldvorräte aufzufüllen, damit ich dann hier in dieses Advanced Genie House gehen kann. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ich werde jetzt hier den nächsten Dungeon suchen und den machen und dann werde ich schon genug Geld zusammenkriegen. Wenn nicht, dann halt nicht, aber 300 könnte ich schon kriegen, je nachdem, was da für Vasen sind und so. Aber mal schauen. What can I do for you? Was nehme ich denn mit? Greed. Makes enemies. Nein, Moment, nochmal. Vielleicht habe ich noch was von diesen Greed Jars. Die lassen Gegner mehr Sachen droppen, aber eigentlich. Von Gegnern kriege ich ja gar nicht mal so viel. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach so auf die Suche. Ich werde mir auch keine Vials mit dem Nein Depp vom Dienst. Ich habe schon in Little Big Adventure die Tritonmuschel benutzt. Jetzt muss ich nicht mich auch noch hier heilen. Nein, nein, nein. Also ich werde das nur machen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, weil die sind mir zu teuer. 55 für ein kleines Heilfläschchen? Nee. Lass mal. So. Irgendwo hier in den Bergen muss jetzt. Also das sind doch bestimmt Berge hier. Ich meine, guckt euch den Boden an. Guckt euch die Bäume an. Sowas findet man normalerweise in Bergen. Deswegen. Aua. Ach, wie soll ich den besiegen? Moment, ich habe die Folge nicht mehr ausgesucht. Also irgendwo hier muss dann ja anscheinend der Tempel sein. Ich hoffe es zumindest mal. Und ich hoffe, dass wir den finden. Ah, das wird eine Herausforderung wahrscheinlich, den zu finden. Ich werde mich erstmal wieder in einen Affen verwandeln. Aber mal schauen, so, da kommen wir nicht hoch. Schade. Gucken wir mal hier weiter links. Da kommen wir auch nicht hoch als Affe. Aber da oben ist bestimmt noch irgendwas. Bloß schade, dass wir nicht hinkommen. So, hier geht's nicht weiter. Ja, jetzt bitte nicht in die Stacheln fliegen, Chantae. Tu mir den Gefallen. Oh, das war knapp. Viel zu knapp. So. Aber, Teufelchen, ich hasse euch. Ich werde den meisten Gegner jetzt auch einfach versuchen auszuweichen. Da oben ging's rein, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Das bringt ja alles nicht wirklich was, ne? Und von hier oben komme ich da auch nicht dran. Na gut, oh Gott, lass mich in Ruhe. Aua, ah, du Mistvieh. Spatzenhirn hier. Moment, kann man da hoch? Oh, das sind alles so Stellen, an denen man nicht wirklich hochkommt als Affe. Das ist doch doof. Oh, nicht da runter? Hehe, das wäre nicht gut. Ja. Nee, da geht's ja wieder zurück. Hä? Ich bin gerade ein wenig ratlos, wo ich hin muss. Aua, du blödes Mistvieh. Weil hier. Das hier sind doch keine Berge, oder? Das hier ist ja so mehr so ein Sumpfgebiet. Nee, das sind ja keine Berge. Der Tempel soll aber angeblich irgendwo in den Bergen sein, wenn ich mich richtig an das erinnere, was da gesagt wurde. Okay, ich werde nochmal hier ein bisschen rumgucken, ob ich nicht doch noch irgendeine Möglichkeit finde, hochzukommen oder runter. Oder je nachdem, vielleicht kann ich ja irgendwas auch mit dem Elefanten wegrammen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, okay, ich bin tot. Na gut, dann fangen wir halt wieder beim Dorf an. Ich beschleunige das mal eben so ein bisschen. Ich habe keine Lust, das alles anzusehen. Ja, die Magie der Emulatoren. So, ich rede nochmal mit den Leuten hier. Vielleicht haben die was zu sagen. Also, if you like using the pipe ball, you like fireballs even better. They are faster and cause more damage to boot. Ja, Feuerbälle sind stärker. Das wusste ich jetzt auch. We finally got our own guardian genie. I feel safe having all what's her name around. Ach ja, warte mal. Ich kann ja nochmal mit der reden. Vielleicht hat die eine Ahnung, wo ich hin muss. Hier, the Rusty Gullet. Der rostige irgendwas. Wahrscheinlich Krug oder so. Hey, die ist ja weg. Wo wollte die hin? Die wollte uns doch irgendwie den Weg zeigen. Ist so nervig, wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. What's up with Nimrod's this snobby guy and his advanced genie's only room? He's giving me inferiority complex. I feel four shades of green with envy. Ja, ja. Bla, bla, bla. Huh. Das ist jetzt aber wirklich doof. Also nach links komme ich hier nicht weiter. Da treffe ich auf eine unsichtbare Wand, da geht's nicht weiter. Deswegen nicht gut. Es muss doch irgendwo hier sein. Darunter komme ich auch nicht. Kann ich vielleicht irgendwo als Spinne hoch? Geht das? So, Moment, ich versuche jetzt mal den zu treffen, ohne dass er mich... Ja, boah, nee, er hat mich getroffen.
Nein, nicht die Nacht. Ich hasse die Nacht. Und hier an der Wand kann ich doch auch nicht als Spinne hoch, oder? Moment. Das muss ich mal ausprobieren. Oh, ich kann die Wand als Spinne hochklettern. Ah. Na, das ändert natürlich alles. Dann finde ich garantiert hier irgendwo einen Weg, wo ich weiterkomme. So, erstmal wieder Affenform annehmen. Damit wir da an den blöden Wänden vorbeikommen. Ist mir jetzt eigentlich ganz egal, dass wir Nacht haben. Vielleicht finden wir auch noch ein Glühwürmchen. Oder springen in die Stacheln rein, ja. Macht ja auch Spaß, ne? Also das mache ich auch täglich. Es sorgt dafür, dass man ein schönes Peeling bekommt. Aber wir wollen jetzt kein schönes Peeling. Wir wollen endlich weiter, um mit der Spinnenform da vielleicht irgendwo hochklettern zu können. So. Ganz vorsichtig, wunderbar. Mann. Nochmal. So. Hallo? Ach nee, das ist ja falsch rum. So. Verwandle dich endlich, Shantae. Hallo. Dumpti-dumpti-dumpf. Verwandle dich bitte. Dankeschön. Schon wieder auf 2 Leben runter. Ja, da würden Heilgegenstände auch nichts bringen. Wenn ich einfach zu blöd bin, gerade zu springen. So. Spinnenform bitte. Okay, erstmal muss ich hier so ein paar Viecher ausschalten. So. Dankeschön. Wie war das jetzt? Runter A? Jawohl. Spinnenform, okay. Aber dann können wir jetzt auch hier hochklettern. Und da ging es ja nach oben. Aha. Aha, ja. Ich gehe direkt mal so weit nach oben, wie es möglich ist. Okay, das war's anscheinend. Da geht's bestimmt noch als Affe hoch, aber das interessiert mich jetzt weniger. Moment, geht's da rechts noch weiter irgendwo? Das Blöde ist halt, dass ich nicht angreifen kann als Spinne und ich möchte mich jetzt auch nicht zurückverwandeln. Vorerst. Aber das muss ich jetzt hier sowieso machen. Die treffen mich doch, weil die weiterfliegen. Ah, blödes Mistvieh. Oh, aber immerhin einen schönen Juwelen. So, wie schalte ich dich jetzt aus? Moment. Der Feuerball wird das erledigen. Bam. Oh, du. Och, nee. Ich habe vergessen, dass die nachts ja mehr Lebensenergie haben. Hier kommen wir doch garantiert hoch. Verwandle dich. Nein, das war falsch. Das war der falsche Tanz. Runter und hoch. Ah, nicht hoch und ah. Hallo. Ja, ist es schon wieder Tag? Das ging immer schnell. Na gut. Soll mir nur recht sein. Hallo, spring da hoch, spring da hoch. Ach, dann halt nicht. Dann gehen wir halt den einfachen Weg für Noobs. Hüpf und hüpf. So. Ach, ist schon wieder so ein Vieh. Hüpf. Ach, da brauche ich die Affenform. Ganz eindeutig, aber erstmal muss ich den loswerden. Bleib mir fern. Was? Wieso bin ich... Ja, genau. Und ich habe ihn noch getötet, nachdem ich gestorben bin. Oh, du blödes Mistvieh, ey. Du blödes Mistvieh. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber immerhin weiß ich ja jetzt, wo es weitergeht. Ups, das war die falsche Verwandlung. Wieder zurück. So, nochmal. Also. Shantae, digitiert zu... Shantaffe. Haha, ja. Sehr schlechtes Wortspiel. Aber ganz ehrlich, die Pokémon-Namen sind auch nicht viel kreativer, die deutschen. Als Shantaffe. Deswegen, ich könnte, hey, vielleicht könnte ich sogar bei Nintendo of Europe anfangen und dann die Lokalisierung für die Pokémon-Namen machen. Oh ja, das wäre doch was. Ich frage mich, wie viel Geld man dafür bekommt, sich solche Namen auszudenken. Nee, ich möchte die Spinne werden. So, und hoch geht's. Ja, flapp, 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 das Geräusch machen doofe Vögel. Boah, das war knapp. Boah, wenn ich jetzt hier in die Stacheln gefallen wäre, ich hätte mich so geärgert. Boah. Nein. Spinne, geh da hoch. Spring, spring. Kennt ihr das auch, wenn ihr zu Hause seid und auf einmal kommt so eine Riesenspinne an und springt euch voll ins Gesicht? So. Ach, das ganze Verwandeln wird langsam ein wenig nervig. Was haben wir denn jetzt hier oben? Ach, ich sehe schon vor mir, dass jetzt hier eine Sackgasse ist und hier gar nichts weiter ist. Ah, wir kommen weiter. Ah, ach du Schande, Eis. Oh nein. Ich wette, ich rutsche, oder? Nein, ich rutsche gar nicht. Was ist das? Eine Eiswelt, in der man nicht rutscht? Ja, das ist natürlich cool. Oh. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam in die Gletscherregionen des Berges. Das finde ich sehr cool.
Hüpf, dann... Oh Gott, wird das ein Eistempel? Ich bin gespannt. Ich bin... Nein! Nein! Eiszapfen! Oh, oh, ich habe nur noch ein Leben. Ich muss den alten Mann finden, der immer in der Nähe des Tempels steht. Oh, wie geil. Seht euch das mal an. Nordlichter. Das gefällt mir jetzt aber sehr gut. Ich wette, ich darf nicht da... Oh, ich darf doch da drauf. Was ist das? Oh Gott, ein Wolf. Ah. Eine Feuerschildkröte. Oh, wie cool. Aua. Und eine Eishöhle. Ich muss vorsichtig nach oben klettern. Ich habe keine Lust, schon wieder in Stacheln reinzuspringen. Da komme ich doch gar nicht mehr wieder runter, wenn ich da hochgehe. Ich möchte erstmal hier gucken. Ah. Aua. Ah, du blöde Höhle. Ich muss erstmal gucken, was hier so alles ist. Außer Feuerschildkröten. Ja, da komme ich wieder nach. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott, verdammt. Okay. Ich sehe schon, das ist eine Abkürzung zurück. Ah! So. Perfekt aus. Haha, du kommst hier nicht hoch. Haha. Du kommst hier nicht rein. So. Hüpf, aua. Ah. Na egal. Alter Mann, wo bist du? Bist du da oben? Komm ich da hoch? Kann ich da als Spinne langklettern oder ist das der Nachteil? Oh, oder so. Das geht auch. Dann gucken wir mal. Aha. Wunderbar. Da ist er ja. Oh, hallo. Wo ist der alte Mann? Hier ist doch mal ein alter Mann in der Nähe, wo ich speichern kann. Nein. Na. Da oben war ein... Moment, ich möchte erst das Glühwürmchen haben. So, bevor es wieder Tag wird. Auch wenn ich wahrscheinlich mir das wahrscheinlich nichts bringt, weil ich eh nicht alle finden werde. Oh, ein Herz habe ich noch. Ich muss dringend speichern, damit ich nicht wieder bei dem Dorf anfange, beim Bandit Village. So. Hello, Shantae. Would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Ja. Dankeschön. Ich geh sterben. Ich möchte nicht mit einem Lebenspunkt und ohne alles das machen. So, ja, bla bla, spiele ich wieder vor. So, und weiter geht's. Weiter geht's. Wir sind wieder hier. Haben wieder 4 Leben. Alles ist wunderbar. Jetzt muss ich nur wieder hoch zu dem Tempel kommen. Was mir hoffentlich auch gelingen wird, wenn ich die richtige Verwandlung finde. Hallo. Tanz mal richtig, Shantae. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, nicht. Nein. Oh Gott. Okay, ich muss irgendwie da durch, ohne auf die Eiszapfen zu fallen. Ah, was? Nein. Da konnte ich gar nicht durch. Oh nein. Nein. Sag mir bitte nicht, dass ich da nicht weiterkomme. Was ist das für ein Mist? Das heißt, ich muss hier irgendwie rüber. Hüpf! Hey, cool, wo komme ich denn jetzt hin? Oh, Moment. Du stirbst jetzt einfach mal mit. Was? Ein Iglu. Eine Iglu-Schildkröte. Komm, stirb, stirb, stirb. Danke. Wo komme ich hier runter? Das war irgendwie klar. Das war auch klar. Ich habe Angst, da weiterzugehen. Ich möchte jetzt hoch zum Tempel. Warum bin ich da runtergesprungen? Wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach hier erforschen. Ich kann jetzt zur Not sterben und wieder zurückgehen. Das ist ja kein Problem. Autsch. Blöde Eiszapfen. So. Oh, nee. Also okay, hier kann ich bestimmt hochklettern. Da unten. Das bringt mir jetzt aber nicht viel. Weil ich dann sowieso nicht weiter nach oben komme. Also hier könnte ich dann da hochklettern. Wollen wir mal weiter. Also da darf ich dann wahrscheinlich nicht runterspringen. Da sind Eiszapfen, vermute ich mal, hier auch. Upsi. So. Genau wie hier. Oh, was bist du? Oh Gott, was bist du denn? Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht kämpfen. Nein, nein, nein. Ich habe Feuerbälle. Passt also auf, was er tut. Ah, hier geht's auch noch weiter. Wo komme ich denn jetzt hin? Die kennen... Wow. Irgendwie kennen wir die doch schon, diese Gegner hier, oder? Wahrscheinlich sind die stärker. Ja, du kannst noch Luft schnappen. Will ich hier weiter? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich hier noch nicht weiter. Das gucke ich mir später mal an. Ich gehe lieber wieder zurück. Ich habe Angst. So, gucken wir mal, wo es hier runter geht. Bestimmt Stacheln, oder? Oh nein, es geht weiter. Komme ich jetzt zum... Oh nein, ich bin gestorben. Wie unerwartet. Ja, ich habe kein Leben mehr. Ich nehme die schnelle Route zurück. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Continue, bitte. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Das möchte ich doch gerne wissen. Ich versuche nochmal als Affe da hochzukommen. Weil irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, oder? Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein hier. So, Moment, da komme ich ja nicht rein. Ich komme da nicht... Hä? Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Heißt das jetzt, ich bin den ganzen Weg hier umsonst hingekommen und muss jetzt da wieder irgendwie sonst zurückkommen? Das glaube ich doch nicht, oder? Das ist... Nee. Nee. Komm schon, Leute. Nein. Bitte nicht. Moment, hier kann ich als Spinne dran, ne? Ja, das bringt mir aber auch nichts. Nee. Keine Chance, da komme ich doch nicht hoch. Nie im Leben. Nie im Leben. Ja, ich bin voll in die Stacheln. Wieso ist der? Ich möchte wieder zum Tempel hoch. Ich möchte nicht hier unten rumlaufen. Ich möchte nicht in den blöden Wald. Hier unten sind bestimmt Stacheln, oder? Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, war klar. Leute. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Sagt ihr mir das bitte? Aua. Das war jetzt eigentlich nicht absichtlich, aber egal. Das ist doch nicht mehr schön. Das ist doch alles andere als schön. Das ist doch doof. So, Wölfchen. Hä? Waren das nicht die komischen Eisviecher? Oder kommen... Hä? Ach, verwandeln die sich bei Tag? Wie diese komischen Werwölfe? Was? Oh. Oh, oh. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Ellbogen-Dash habe und den habe ich jetzt aus Versehen ausgeführt. Oh yeah. Komm her. Du, 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 bam. Wow, das ist aber stark. Na gut, dann gehen wir halt doch in den Wald, weil uns jetzt nichts anderes übrig bleibt. Das ist doch scheiße. Aber, ja, ich bin sowieso gleich tot. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen durchrushen, mehr oder weniger. Ich will mich nicht damit aufhalten, was wir hier alles finden können. Ich bin tot, yay! Da kann ich als Spinne lang. Ach, das ist doch bescheuert. Ich möchte in den Tempel rein, ich möchte nicht den Wald erforschen. Was soll das? Ernsthaft, was soll das? Das ist doch blöd. Wahrscheinlich haben die das extra so gemacht, weil sie sich gedacht haben, ja, der Spieler, der ist es gewohnt, dass da so ein Speichertyp in der Nähe ist und der geht den erstmal so, bevor der in den Tempel geht. Ja, ja, der ist ja so blöd und dann ist er da gefangen. Ja, wollen wir den Spieler mal richtig auf den Sack gehen? Naja. Ich hätte mich so gefreut, dass ich jetzt in den Tempel komme und aber ist nicht. Nein. Wäre ja zu einfach gewesen. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier gucken. Irgendwas müssen wir ja finden. Irgendwie müssen wir auch wieder zurückkommen. Deswegen... Und im Gletscher, wo wir da hin können, habe ich ja nichts gefunden. Außer wir könnten fliegen. Das können wir aber nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich mit der nächsten Verwandlung. Deswegen einfach mal jetzt hier so, ne? Tup, 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 tup. Nicht runterfallen. Das wäre nicht sehr gut. Ja, hier geht's wieder weiter. Toll. Was genau bringt mir das jetzt? Da kann ich auch nicht hochklettern. Ja, weißt du, über dich springe ich einfach drüber, ja, oder auch nicht. Hey, da geht's runter, okay. Vielleicht finde ich ja noch einen Herzcontainer oder so, oder vielleicht finde ich eine Abkürzung. Das wär's. Irgendwie zur anderen Seite der Karte. Oh nein, da gibt's anscheinend einen Herzcontainer. Und hier muss ich garantiert wieder tanzen, oder? I love watching cute girls dance. The more the better. Ich habe aber keine Twinwins mehr. Verdammt! Dann komme ich hier auch nicht an dahin, was da hinten gibt. Ich kann auch nicht auf den drauf... Nein! Ah, du blöder Mistkerl, ey. Und alleine tanzen bringt nichts, ne? Moment, ich tanze mal so. Nee, der freut sich nicht. Er freut sich nicht. Na gut, dann hauen wir hier wieder ab. Ganz ehrlich. Das ist doch blöd. Aber wir wissen, hier ist irgendwas, wenn ich Twinmans hätte, die ich nicht habe. Toll. So, was haben wir denn noch? Ich nehme einfach jetzt mal wieder das hier. Irgendwas werden wir schon noch finden hier, was mir auch was bringt. Nicht in den Abgrund fallen. Das bringt mir überhaupt nichts. Nein, gar nichts. Ich springe einfach drüber. Ich kann das nicht mit dir abzugeben, du blöder Langhals. Ich frage mich, wo wir rauskommen. Gibt's noch einen Dungeon? Eigentlich nicht. Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. Oh, ein Friedhof? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Friedhof, so. Und die Statue? Das kommt mir alles... Hä? Sag mir nicht, ich bin am anderen Ende der Karte rausgekommen. Sag mir nicht, ich kann einmal im Kreis gehen. Das wäre doch jetzt... Nein, ich kann einmal im Kreis gehen.
Hier war ich doch schon mal. Hier unten. Wenn ich hier nach links gehe, dann kommt da links eine Leiter, die ich nicht hochklettern kann, weil da ein Felsbrocken drauf ist, oder? Oh nein. Nein. Ich will nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Nein. Ja, und hier komme ich nicht... Man kann einmal im Kreis gehen. Warum ich das vorher nicht geschafft habe, ich habe keine Ahnung. Aber was bringt mir das? Ich möchte hier nicht weiter. Ich möchte hoch zum Tempel. Ich springe jetzt einfach da ein paar Mal rein und teleportiere mich zurück. Ich sehe das doch jetzt nicht ein. Ich möchte nicht zurück nach Oasis Town und versuchen, von da wieder zum anderen Dorf zu kommen. Nein. Bitte nicht. Bitte. Bitte. Nicht. Oh nein. Ja, vorspulen. Möchte keiner sehen. Haben wir schon oft genug gesehen in diesem Let's Play. Leider, leider. So. Wie komme ich jetzt hier weiter? Verrate mir das mal einer. Wie zur Hölle? Ich mache jetzt einfach mal die Schildkröte ein bisschen fertig. Die mit dem Iglo auf dem Rücken. Aber. Ach, Feuerball. Ist das effektivste gegen solche Gegner. Affe. Ich versuch's nochmal da hochzuklettern. Trotz besserem Wissen. Irgendwo muss es da ja lang gehen. Oder nicht? Also hier komme ich ja auch nicht rein. Ich könnte jetzt als Spinne lang klettern, aber das bringt mir nichts, weil es hier nicht weitergeht. So. Dann gucken wir mal. Ich gucke mir jetzt alles ganz in Ruhe an. So, hier. Nein. Das war ein schlechter Sprung. Das versuche ich noch einmal. Ich möchte auch nicht in die Stacheln fliegen. So. Nein, das war auch ein schlechter Sprung. Nochmal. Komm, Chantae, du kannst das. Nein, 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 das war nicht gut. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier nach links. Ich guck mal. Eigentlich komme ich ja hier nur hoch, aber vielleicht gibt es da noch einen geheimen Gang irgendwo, wo ich dann voll in Stacheln reinfliege, in den Eiszapfen. Ach nein, das war ein schlechter Sprung. Oh, jetzt komme ich nicht mal mehr über diese Eiszapfen drüber. Ich glaub's nicht. Boah, nein. So, hier wollte ich hin. Nein. Feuerball. Oh, aktiviere den Feuerball. Ja, genau, den habe ich jetzt verschwendet, weil ich getroffen wurde. Oh, aktivieren bitte. So. Was für eine Verschwendung. Immerhin habe ich ihn noch getroffen. So, dann tanz mal. Ich möchte, dass du dich in eine Spinne verwandelst für mich und hier hochkletterst. Und guckst, ob es da irgendwo noch einen geheimen Weg gibt. Wahrscheinlich nicht, aber... Nee. Nee, wäre zu einfach gewesen. Da kann ich auch gar nicht hochklettern. Wisst ihr was, Leute? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.